Heute soll es Linzertorte im Dutch Oven geben. Hallo, hier ist der Ralf von Jütland und... Hallo, hier ist die Sarah von Jütland. Und was machen wir heute? Eine Linzertorte. Genau, wir haben vor, eine Linzertorte im Dutch Oven zu machen. Das ist ein Experiment, weil eine echte Linzertorte, die braucht einfach eine ganze Weile und muss eigentlich langsam gebacken werden. Aber vielleicht ist der Dutch Oven ja dafür gerade gut genug. Wir haben jetzt heute Vormittag haben wir einen Linzertorte-Teig gemacht und den dann nochmal eine Stunde Ruhe lassen. Das braucht so ein Teig mit Butter, Zucker, Eier, Mehl und eine typische Linzertorte-Zutaten wie Zimt und Nelke und Kakao und etwas Kirschwasser. Ein verrührtes Ei, das braucht so ein Teig einfach, um wieder in sich fest zu werden und dann auch gut verarbeitbar zu sein. Dann haben wir, was haben wir dann gemacht? Haben wir den Teig ausgewählt, oder? Mhm. Und? Dann in den Backofen auf den Boden gelegt, der Rand, wo übergegangen ist, haben wir abgeschnitten. Und dann haben wir Marmelade drauf gemacht. Johannisbeermarmelade, dann haben wir noch kleine aus der Sachen drauf gemacht. Genau, das hat die Sarah sehr hübsch gemacht. Nicht die klassische Streife, wie man sie von der Linzertorte her kennt, sondern jetzt um die Adventszeit einfach ein paar Sternle aus dem Teig ausgestochen und auf die Linzertorte dann drauf getan. Ja, und jetzt haben wir hier tatsächlich eine Stunde Zeit und warte ab, wie denn die Linzertorte so werden wird. Ja. Ja, gell? Meinst du, wird lecker? Mhm. Aha, genau. We'll be right back.
Torte ist jetzt eine halbe Stunde ungefähr drin. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es sehr aussieht. Ich sehe doch schon mal ziemlich perfekt aus von der Art und Weise her. Machen wir aber schnell wieder zu, dass die Wärme sich bleibt. Aber die braucht jetzt noch mal eine halbe Stunde ungefähr. Und da sollte man einfach mal gucken, dass man den Topf rechtzeitig dreht, also dass die Hitze sich gleichmäßig verteilt, auch gerade was die Brotehitze unten angeht. So, sieht doch gut aus, oder? Gefällt's dir? Mhm. Prima. Die wäre jetzt fertig, aber ich habe keinen Schimmer, wie man die da jetzt rauskriege. Ja. Von daher lassen wir die da jetzt am besten drin abkühlen und schneide sie dann später in Stücke, wenn wir sie essen wollen. Okay? Ja. Prima. Ja, so eine Linsertorte, die darf dann, wenn sie fertig ist, auch noch 14 Tage Ruhe. Das heißt, ich wickel die nochmal in
Frischhaltefolie, Alufolie oder packe sie in eine Dose ein, wo sie einfach gut in sich abgeschlossen ist, weil erst dann, wenn sie 2 Wochen lang geruht ist und langsam mürbe wird, dann ist der Linsertorte wirklich richtig gut. Und dann ist sie lecker und dann tun wir sie eigentlich erst probieren und alles schneiden. Ja, soweit so gut zu der Linsertorte. Ich würde vorschlagen, ihr lasst uns einen Daumen hoch da oder ihr abonniert unseren Kanal auf YouTube, dann seid ihr immer informiert, was es Neues von Jodeland gibt. Und bis dahin sage ich Dankeschön und Tschüss, euer Ralf von Jodeland. Und eure Sarah von Jodeland. Genau, viel Spaß, ciao.